Thema sind die drei unterschiedlichen Wege zum Pösselkauf. Da haben wir den Kauf auf der Messe, auf dem Händlerhof oder eben im Internet. Das kann man doch nicht im Internet kaufen. Ja, aber wer unterstützt bei der bedarfsgerechten Konfiguration? Was geht wann? Was ist besser? Was ist günstiger? Wenn euch also die Internas und das ganze Gezanke um euch als Kunden interessieren, dann bleibt dran. Über die neuen Medien Kunden erreicht, angesprochen und beraten werden. Wir sind sämtliche Faktoren, die mir eben noch offen waren, durchgegangen. Du hast dir das nochmal alles in Ruhe angeschaut, mich von einigen Dingen abgebracht, die vielleicht nicht sinnvoll waren oder zu kostenintensiv. Sonderausstattung wir weglassen können und dadurch habe ich einiges an Geld sparen können. Die Messen in Deutschland, allen voran der Caravansalon, sind definitiv der größte Ausstellungsplatz der Pösselmobile. 15 Messen über das Jahr und die Republik verteilt ermöglichen es, in fast allen Modellen reinzusteigen, viele Polster, Optionen und Dekors zu sehen und inmitten vieler anderer Interessenten sich ein Bild vom Fahrzeug zu machen. Immer dabei auch Verkäufer, die über Gespräche die Euphorie in Kaufverträge umsetzen. Der Pössl-Standaufbau, damals von Martin Hein, jetzt von Manuel Sauter, sind gut gelungen. Offene Stellweise der Fahrzeuge, einladend zum Besuch. In der Mitte Tische und Catering für Gespräche, Kalkulation und Unterschriften. An die 100 Mitarbeiter hat solch eine Verkaufsfabrik. Nutznießer wie Banken, Chassishersteller und Zubehörlieferanten schnüren dafür eigens Schnäppchenpakete. Fiat will Marktanteile zurückerobern und hat für bestimmte Modelle 500 Euro Messebonus parat gestellt. Citroën wollte einmal die Farbe weiß pushen. Auch auf Messen vertretene Händler bauen Pakete oder Editionen. Die Zusammenstellung von Superpreis und Einzelelementen ist immer ein Mix aus Nützlichem und Überflüssigem. Genau hinzuschauen ist unsere Empfehlung. Es kommt gar nicht auf den Rabatt an, sondern auf den finalen Endpreis. Und der sollte doch möglichst niedrig sein. Auch nicht einfach ist festzustellen, wer denn der exakte Vertragspartner von euch ist, wenn diese Händler aus ganz Deutschland vertreten sind. Ist jemand weiter weg, kann das auch in Ordnung sein, wenn die persönliche Sympathie und der Preis eben dieses Schnäppchen rechtfertigen. Die Messen bieten ja auch die Fleischbeschau des Wettbewerbs an und eigentlich eine sehr gute Möglichkeit des Vergleichs. Es gibt auch schon erste Stimmen, die die Messen eher als Leistungsschau der Hersteller wünschen, statt einer Verkaufsmesse, aber ich persönlich glaube das nicht. Auf der Messe gilt, gekauft ist gekauft. Es ist manchem ein wenig hektisch, aber die Messen sind definitiv das Erfolgsmodell von Pössl. Als zweites gibt es die Händler. 54 deutsche Standorte allein stehen auf diesem Einlegeblatt des Kataloges. Und auf der Webseite finden sich sogar noch mehr. Globecar-Händler reichen auch Pössls durch. Es gibt so dauerhafte 100 Punkte in Deutschland mit Ausstellungsfläche. Jeder Händler muss 6 Vorführfahrzeuge zur jährlichen Händlertagung ordern. Einige stehen als Ausstellungsfahrzeuge bei ihm auf dem Platz. Oder sogar in einer Halle oder im Zentrum, neudeutsch auch Pössl Center genannt. Im Pössl Center ausschließlich Pössls, bei Händlern eben auch andere Marken zum Vergleich. Und es gibt richtig gute Händler, da weiß das Fachpersonal Bescheid, nimmt sich Zeit für die persönliche Beratung und kann vor Ort sogar das händlerseitig angebaute Zubehör zeigen. Vielleicht sogar eine Probefahrt anbieten. Der Kunde kennt den Auslieferungsbetrieb schon, merkt, ob die Chemie stimmt. Klingt auch wie ein Erfolgsmodell, oder? Eigentlich ja. Aber der Händler muss in Vorleistung gehen. Für Ausstellungsfahrzeuge, für Vorlaufmodelle. Pössl findet das Ganze gut, denn ein Jahr im Voraus sind alle Fahrzeuge bestellt. Und für euch auch in Ordnung, wenn ihr denn im Vorlauf ein passendes Fahrzeug findet. Hier sind relativ gute Schnäppchen zu machen. Wenn der Abverkauf so funktioniert, toll. Dumm nur, wenn ihr mit den falschen Vorstellungen auf eben diese Fahrzeuge trefft. Dann muss man irgendetwas von beiden anpassen. Die Kosten des Händlers sind zu decken über die relativ kleine Marge des Pössls, den selbstverbauten Zubehörteilen und weiteren Services. Die Rabatte sind dadurch natürlich beschränkt.
Händler mit hohem Umschlag haben eine Chance auf bessere Angebotspreise als kleine Betriebe, die sogar echt gut und ehrlich in der Beratung sind. Dass es auch bei den Lohnkosten und Gewerbemieten regionale Unterschiede gibt, ist klar. Ein baugleiches Fahrzeug kann also Preisschwankungen von bis zu, ich schätze mal, 1.500, maximal 2.000 Euro ausweisen. Ihr findet diese Händler ja auch im Internet. In Fahrzeugplattformen wie mobile.de machen sie auf ihr Ausstellungsprogramm aufmerksam. Vorsicht, nicht alle Fahrzeuge sind so verfügbar, manche mit Lieferdatum gekennzeichnet. Auch ist dort oft Zwangszubehör verordnet. Manchmal werden unklare Editionen oder Pakete bezeichnet. Prüft zuerst, was ihr wirklich braucht und hinterfragt dann die vermeintlich schnelle Verfügbarkeit. Kurze Standzeiten erreichen die Händler nur mit nach Kundenwunsch aufgegebenen Fahrzeugen. Das waren jetzt mal ein paar Einblicke in das Händlergeschäft. Und leider geht manchem Betrieb bei dem Poker um Refinanzierung leider auch die Liquidität aus und dann eben Insolvenz. Also habt bitte Nachsicht bei jeglicher Verhandlung mit dem Händler. Denn was ihr vielleicht als Apothekenpreise empfindet, ist bei dem ein oder anderen kleinen Händler eben auch sehr eng an der Kostengrenze kalkuliert. Und nur ein langfristig agierender Händler ist für euch eben auch ein angenehmer Servicepartner. Als drittes jetzt zum Internet. Sich also beim kleinen, guten Fachhändler beraten lassen und dann im Internet kaufen. Das gibt es nicht, denn Pössl verkauft seine Fahrzeuge ausschließlich über das Händlernetz. Und das macht auch Sinn, zumindest von der Auftragsbestätigung bis zur Auslieferung und auch für den weiteren Service. Der Händler ist euer erster Ansprechpartner im Servicefall. Ihr könnt auch zu jedem anderen fahren, allerdings da seid ihr eben auch nur Kunden zweiter Klasse. Sich nach der fachversierten Auslegung durch den Fachhändler bei mobile.de das passende Fahrzeug herauszusuchen, ist mitunter auch schwierig, denn dort ist einiges an Zusatzzubehör mit drin und eben auch einige Pakete, was den Vergleich letztendlich erschwert. Schwerlich könnt ihr den nachher zu erwartenden Service-Level einschätzen, die manipulierbaren Google-Rezensionen. Geschlossene Facebook-Gruppen oder auch Foreneinträge Einzelner sind absolut kein Anhaltspunkt. Aber warum nicht Internet, wo wir doch sonst all diese Informationen bereits im Internet vorfinden? Bilder, Videos, technische Daten, vieles Entscheidungshelfendes gibt es hier. Und wenn man weiß wo, dann kommt man gut zurecht. Über Werbung und Affiliate-Links werden die Empfehlungen der Add-ons zum Pössl allerdings gigantisch. Rund um den Fahrzeugkauf wird so vieles als notwendig und absolut erforderlich angepriesen, dass es besser ist, das Ganze minimalistisch anzugehen. Weniger ist also mehr. Und genau das, was zu deinen Anforderungen passt, solltest du kaufen. Mehr nicht. Das hört sich lapidar an, aber woher soll jetzt ein Camping-Neuling wissen, was genau er braucht? Die persönlichen Anforderungen sind eigentlich lediglich wer, wie viele, wohin und wie oft, wie groß seid ihr, mit welchem Gepäck, wie viel Strom braucht ihr und zu welcher Jahreszeit fahrt ihr. Und dann kommt eben der Campingalltag raus. Wem das zu kompliziert ist, der wird begleitet von der Pössl Online Bedarfsanalyse. Dieses kostenpflichtige Angebot ist euch sicherlich bekannt. Nach mindestens 2 Stunden Bedarfsanalyse und Auslegung gibt es die komplette, auf das notwendige, zusammengeschrumpfte Fahrzeugkonfiguration samt Listenpreissumme. Alle Streichpositionen sind gekennzeichnet und ergänzende Beratungsdokumentation wie zu Strom- und Gewichtsbilanz gibt es auch noch. Damit könnt ihr zu allen Händlern gehen und deren Angebotspreis erfragen. Das ist sicherlich praxisnäher und auch ehrlicher, als sich von einem kleinen, fachlich versierten Händler kostenlos beraten zu lassen. Zumal dieser eher die Fahrzeugkonfiguration aufblähen möchte, denn das hebt insgesamt den Umsatz. Bei neu zu bestellenden Fahrzeugen können unsere Leute als freie Verkäufer mit unterschiedlichen Händlern, und im letzten Jahr waren das eben 8 verschiedene Pössl-Händler, eben auch Fahrzeuge vermitteln. Und als besonderes Bonbon kann man dort nicht nur günstig einkaufen, sondern bekommt das Pössl Online Honorar angerechnet. Etwas, was das Internet leider jetzt noch nicht kann, ist das persönliche Betreten des Kastenwagens. Und daher wird das Probewohnen immer populärer. Also nicht nur das Besteigen eines Fahrzeuges, sondern das Übernachten in solch einem Fahrzeug von mindestens einer Nacht. Und in diesen realen Bedingungen kann man also wesentlich mehr ermitteln.
Auf dem Caravansalon, bei Bernd, in meinem neuen Revolution auch. Hier seht ihr Bilder des neuen, der für 8 Monate am Standort München jetzt Miete erfreuen wird. Und auch noch weitere Standorte in Deutschland baut Pössl Online nun diese Möglichkeiten aus. Zu einem weiteren Zeitpunkt erzählen wir euch mehr zu diesem Konzept und wo ihr zum Probewohnen eben hinfahren könnt. Weil Pössl Online noch relativ jung ist, hören wir natürlich ganz genau hin, was unsere Kunden dazu sagen. Ich durfte die Pössl Online Beratung erfahren auf dem Caravansalon 2019 in Düsseldorf, inklusive einer Probeübernachtung. Und ich muss sagen, die Beratung war Gold und Geld wert, denn erstens habe ich dadurch meinen idealen Camper, den Pössl Road Cruiser, gefunden. Und zweitens konnten wir gemeinsam entscheiden, Klaus von Pössl Online und ich, welche Sonderausstattung wir weglassen können. Und dadurch habe ich einiges an Geld sparen können. Auch ich habe es getan. Ich habe den professionellen Service von Pössl Online in Anspruch genommen. Alle meine Fragen wurden geduldig beantwortet. Eine für mich perfekte Konfiguration wurde ausgearbeitet und auch einige überflüssige Extras wurden mir wieder ausgeredet. Die Kaufbegleitung bis zum Abschluss war genauso einfach wie die erste Kontaktaufnahme. Ich kam auf jeden Fall zu euch mit einem schon recht strammen Konzept, wo verschiedene Modelle zur Auswahl gestanden haben. Und wir sind sämtliche Faktoren, die mir eben noch offen waren, durchgegangen. Du hast dir das nochmal alles in Ruhe angeschaut, mich von einigen Dingen abgebracht, die vielleicht nicht sinnvoll waren oder zu kostenintensiv oder einfach nicht zum ganzen Konzept passten. Das fand ich also sehr gut. Es war für dich auch kein Problem, das finde ich eben auch gut an eurem Konzept. Es muss kein Pössl sein, es muss auch kein Clever sein, es kann auch jedes andere Wohnmobil sein. Da habt ihr kein Problem, ihr beratet einfach unabhängig, habe ich zumindest so den Eindruck gewonnen. Hallo, ich bin Claude aus Luxemburg und habe mich durch Klaus von Pössl Online beraten lassen, was mir geholfen hat, durch seine fachliche Kompetenz eine Entscheidung zu treffen für meinen Kastenwagenkauf. Das waren jetzt wirkliche Kunden. Also fallt bitte nicht auf derartige Fakes wie den Frederik Hoppe herein, denn den gibt es in unserer Kundenkartei gar nicht. Wir haben da ja nur mal zwei unserer Partner befragt, was sie denn von Pössl Online halten. Pössl Online ist eine gute Geschichte, die wird auch Zukunft haben. Und ich sage mal, durch den Klaus Hester, muss ich ganz ehrlich sagen, der bringt eine ruhige, super Beratung rein, die wir manchmal nicht schaffen auf dem Hof, durch die viele Arbeit. Deswegen werden wir dahinter stehen und weitermachen. Ja, es geht um das Thema Pössl Online. Steht zur Diskussion. Ich selbst empfinde es als sehr, sehr wichtig und zunehmend unverzichtbar, dass es auch wirklich über die neuen Medien Kunden erreicht, angesprochen und beraten werden. Etwas, was wir allein aufgrund des E-Mail-Umfanges, der Kommunikation nicht immer und im entsprechenden Umfang leisten können. Auch wenn ich natürlich stolz bin, als derjenige zu sein, der dem Klaus Hilst hat, den ersten Pössl verkauft hat. Ja. Und von daher ihn auf die Beratungsschiene in dem ganzen Thema gesetzt zu haben. Ich kann ihm und allen anderen nur toi 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 weiter so, denn das Thema ist aktuell und die Beratung wichtig und notwendig. Und was ist jetzt das Fazit dieser drei unterschiedlichen Kaufarten? Gucken wir uns an. Was geht denn wann? Bei den Messen mit 3 bis 10 Tage jeweils regional über das Jahr verteilt, im Gegensatz zu 54 Handelsbetrieben, die wochentags meist von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben, manchmal sogar Samstag. Und das Internet mit seinem Bild- und Infofundus ist 24 Stunden am Tag verfügbar. Aber auch die telefonische Beratung ist frei terminierbar, am liebsten sogar abends oder am Wochenende. Was ist jetzt besser? Das muss also jeder für sich persönlich ausmachen. Messen sind das Erfolgsmodell von Pössl. Manche Kunden mögen aber diese Hektik und Verkäuferrangelei nicht. Aber man kann dafür alles sehen und auch anfassen. Sogar den Wettbewerb kann man vergleichen. Der reine Händlerhof wird nie aussterben. Die Händler sind ja der einzige Pössl-Verkaufskanal auch bei Messen oder im Internet.
Wer gar nicht vergleichen möchte, wird dort sicherlich auch gut und zuvorkommend behandelt. Doch diese Ausstellungsinfrastruktur mit täglich verfügbarem Verkaufspersonal muss bezahlt werden, ob jetzt ein Kunde auf den Hof kommt oder nicht. Das Internet wird wachsen. Fast jeder Pössl-Kunde, der zudem ein Smartphone hat, lädt Fotos und Videos hoch. Mit einem guten Crawler und Bewerter dieser Infoflut findet sich eigentlich alles. Mit der Ergänzung Probewohnen geht es vom Virtuellen dann ins absolut Wirkliche. Den Berater nur am Telefon zu haben und Sachverhalte nicht am Auto unmittelbar klären zu können, das erfordert Übung. Die Klientel steigt aber deutlich. Auf 30% Marktanteil, so meine Schätzung, wird sich das Ganze letztendlich einpendeln. Wichtiger jedoch bei der Beurteilung der Kaufarten ist, dass der Kunde sich wohlfühlt. Und so darf jeder frei entscheiden über Messekauf, über den Autohof oder den Makler, wie die Versicherungs- und Finanzbranche den Pössl Onliner nennen würde. Falls ihr konkretes Feedback habt zu dieser Gegenüberstellung, schreibt es einfach unten in die Kommentare hinein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt lassen wir ganz vollständig die Pössl Online-Kunden reden. Hallo, mein Name ist Thomas, ich komme aus Willich vom schönen Niederrhein und ich durfte die Pössl Online-Beratung erfahren auf dem Caravansalon 2019 in Düsseldorf, inklusive einer Probeübernachtung. Und ich muss sagen, die Beratung war Gold und Geld wert. Denn erstens habe ich dadurch meinen idealen Camper, den Pössl Road Cruiser, gefunden und zweitens konnten wir gemeinsam entscheiden, Klaus von Pössl Online und ich, welche Sonderausstattung wir weglassen können und dadurch habe ich einiges an Geld sparen können. Ich danke also nochmal Pössl Online für die super kompetente Beratung. Hallo liebe Camper- und Kastenwagenfreunde, mein Name ist Thorsten, ich wohne mit meiner Familie in der schönen Rhön. Auch ich habe es getan. Ich habe den professionellen Service von Pössl Online in Anspruch genommen. Alle meine Fragen wurden geduldig beantwortet. Eine für mich perfekte Konfiguration wurde ausgearbeitet. Und auch einige überflüssige Extras wurden mir wieder ausgeredet. Die Kaufbegleitung bis zum Abschluss war genauso einfach wie die erste Kontaktaufnahme. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, einfach machen. Nicht lange überlegen, die Wartezeit auf ein neues Fahrzeug ist eh schon sehr lange. Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen. Wie sagt man so schön? Für mich bekommt das Team einen Daumen hoch. Euch allen eine schöne Zeit. Macht's gut. Hallo Klaus, hier ist der Ulrich aus Oberhausen. Übers Internet war ich ja auf euch aufmerksam geworden. Wir haben Kontakt aufgenommen und uns dann auf der CMT in Stuttgart verabredet. Das war natürlich für mich ein Glücksfall, dass ich die Gelegenheit hatte, dich einmal persönlich kennenzulernen, als auch gleichzeitig mit dir dann auch Fahrzeuge anschauen zu können und das nicht nur online machen zu müssen. Ich kam auf jeden Fall zu euch mit einem schon ja, recht strammen Konzept, wo verschiedene Modelle zur Auswahl gestanden haben. Und wir sind sämtliche Faktoren, die mir eben noch offen waren, durchgegangen. Du hast dir das nochmal alles in Ruhe angeschaut, mich von einigen Dingen abgebracht, die vielleicht nicht sinnvoll waren oder zu kostenintensiv oder einfach nicht zum ganzen Konzept passten. Das fand ich also sehr gut. Du hast dann nochmal für dich ein Konzept erarbeitet. Wir sind danach zu den verschiedenen Modellen gegangen, die dann für mich in Frage kamen. Das war dann sowohl ein Pössl als auch ein Clever, der natürlich interessant im Preissegment war. Aber haben uns dann noch andere Marken angeschaut. Das war natürlich auf der Messe ganz hervorragend zu bewerkstelligen. Aber irgendwie kam ich mit keinem Modell so richtig klar nach meinen Vorstellungen und durch einen Kontakt, den du mir gemacht hast mit der Firma Dümo aus Dömen, kamen wir nachher zu der Idee, doch vielleicht mal bei der Firma Adria zu gucken. Und da stand das Auto, das Wohnmobil, was ich dann letztendlich auch dann gekauft habe.
Und es war für dich auch kein Problem, das finde ich eben auch gut an eurem Konzept. Es muss kein Pössl sein, es muss auch kein Clever sein, es kann auch jedes andere Wohnmobil sein. Da habt ihr kein Problem, ihr beratet einfach unabhängig, habe ich zumindest so den Eindruck gewonnen. Und eure Beratung hat mir doch sehr geholfen und natürlich der nette persönliche Kontakt mit dir. Ich sage einfach nochmal vielen Dank, super Konzept. Hallo, ich bin Claude aus Luxemburg und habe mich durch Klaus von Pössl Online beraten lassen, was mir geholfen hat, durch seine fachliche Kompetenz eine Entscheidung zu treffen für meinen Kastenwagenkauf bei Dümo in Dülmen. Nun hoffen wir, dass eine Lieferung sowie Service auch hier zu unserer Zufriedenheit führen wird. Danke und einen schönen Tag. Du oder auch ihr habt die Beratung von Pössl Online selbst erlebt und euer Urteil darüber möchte ich eben an neue Kunden von Pössl Online publizieren. Ich hätte also gern ein Video-Statement von euch mit dem eigenen Smartphone mal eben schnell gefilmt. Wem die Praxisberatung von Pössl Besitzer gefällt, dem sei hier noch ein ganz anderer Tipp ans Herz gelegt. Preisgünstiger. Und genau so sind wir auch angefangen. Das sogenannte Mitgrill. Also, das Einzige, was ihr zu machen habt, kauft euch 4 gute Rindersteaks, besorgt euch ein Sixpack Bier und nimmt 2 Campingstühle mit. Und dann fahrt ihr einfach am Wochenende auf einen dieser großen Wohnmobilstellplätze. Und ganz sicher gibt es dort eben auch Pösslianer. Leute, die euch sehr gerne mitgrillen lassen, wenn ihr diese Dinge mitbringt. Und ich bin mir sicher, wenn ihr so zusammensitzt und ein bisschen fachgesimpelt habt, dann wird euch der ein oder andere Pösslianer auch ganz gerne und stolz eben sein Fahrzeug zeigen. Das sind diese Informationen, die eigentlich wichtig sind, um rauszukriegen, welche Art von Urlaub ihr denn macht und welche Anforderungen ihr wirklich habt. Ähnlich wie das Wann kann man auch das Wie lange erfragen. Wie lange dauert der Verkaufsabschluss? Auf der Messe 1, vielleicht 2 Tage. Beim Händler fährt man auch vielleicht 1 oder 2 Mal eben hin. Im Internet geht das genauso schnell, aber vom Prinzip her kann man das Ganze eben auch länger strecken. Die Informationsbeschaffung wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Beratungstermin, der individuell terminiert wird, dann der Kauf. Zudem kommt die 14-tägige Widerrufsfrist dazu. Das ist in den anderen Fällen meist sonst schon mit Abschlagkosten verbunden.